Schade, ein bisschen zu viel gewollt und schon ist die Führung dahin. Ja gut, ist ja auch ein Scheuwend, wir wollen ja auch ein bisschen querfahren und hat eigentlich jede Runde gepasst, es war halt 20 Zentimeter zu viel, wir haben uns halt ein bisschen gedreht, aber gut, es wird jetzt schwer, die 7 Sekunden zu holen, glaube ich nicht, dass wir das wieder schaffen. Schade, wir waren eigentlich schon ganz gut vorne jetzt, aber passiert. Felix, der Marc hat jetzt einen kleinen Fehler gemacht, du bist wieder vorn. Ja, bin ich jetzt überrascht. Also, ich habe gehört, er hat sich gedreht, er hat schon mit ihm gesprochen, er hat sich in einer langen Rechtskurve im Infield ein bisschen übertrieben und dann leider eingedreht. Läuft gut für uns. Wir haben heute Morgen, wir haben wieder auf der kurzen WP ein bisschen was verloren. Hier waren wir wieder, glaube ich, schnellster. Ich weiß es gar nicht genau. Wir wollen mal unseren Zuschauern von RallyMovie24.de so eine Sache bei deinem Auto ein bisschen näher erklären. Was ich schon gesehen habe, das ist die Gewichtsverteilung. Ich glaube, die ist bei deinem Auto ein bisschen was Besonderes. Was ich schon gesehen habe, wenn wir beim Motor vielleicht mal hingehen, habe ich so das Gefühl, der hängt ja so ziemlich weit unten hinten. Ist das, warum ist das so? Ja, das Auto ist nach dem neuen S2000-Reglement aufgebaut und das lässt sehr viele Freiheiten zu, was die komplette Gestaltung des Chassis angeht und der ganzen Karosse. Das heißt, der Hersteller ist wirklich freigestellt, wie er den Motor positioniert, kann Arbeiten an der Karosse vornehmen und hat so die Möglichkeit, den Motor sehr weit nach unten und sehr weit nach hinten zu positionieren. Und das tut natürlich der ganzen Gewichtsverteilung gut. Also der Motor sitzt auf Höhe der Achse, dadurch können auch die Sitze sehr weit nach hinten rutschen. Das Auto ist sehr leicht gebaut, hat einen sehr schweren U-Schutz und dadurch ist die Gewichtsverteilung sehr optimal. Bei dem Sitz, da würde ich auch nochmal rübergehen. Also ich würde es mir schwierig vorstellen, also gerade zu sehen, also wenn man nach vorne durchkommt, wo ist das Auto zu Ende oder wo fängt es an in dem Fall? Ja, also wenn man sich das erste Mal da reinsetzt, dann ist man schon etwas überrascht, weil man hat wirklich keine Ahnung eigentlich, wo das Ende von seinem Auto ist. Man sitzt ja eigentlich mehr beim Heck, wie immer, dass man da vorne sitzt. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, gerade wenn man vom Serienauto jetzt kommt. Aber man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell dran. Also beim Fahren spürt man das fast gar nicht. Man fährt nach Gefühl, man spürt in der Lenkung, was der Vorderreifen macht. Und dann spürt man ja auch, wo die Vorderachse ist und kann dann eigentlich das Auto sehr gut positionieren. Also du guckst jetzt eigentlich so ganz knapp hier so drüber. Siehst du die Motorhaube überhaupt? Ja, also ich habe den Vorteil, ich bin sehr groß gewachsen, ich sitze sehr weit oben und meine Motorhaube sehe ich nicht, aber das ist bei fast keinem Auto eigentlich so, aber ich kann ungefähr ahnen, wo das Auto zu Ende ist. Ich sehe auch sehr gut an der Seite raus, von daher ist es eigentlich eine gute Sitzposition. Sehr gut, also so wie du erzählst, hast du dich ans Auto schon gut gewöhnt. Zwei Prüfungen sind noch, wir wünschen dir viel Glück und vielleicht klappt es mit dem ersten Rallye-Sieg. Danke.